grüße miteinander von nah und fern, im ganzen Land und auch von weiter weg. Ich heiße euch herzlich willkommen zur Aufzeichnung vom grossen internationalen Urdorfer Fasnachtsumzug 2023. Mein Name ist Werni Rüegg, ich bin Mitglied von der Clique Schöflibach, der Verein, der jedes Jahr die Fasnacht in Urdorf organisiert. Und ich werde den Umzug kommentieren. Im Verlauf des Videos werdet ihr mich etwa einmal noch etwas grösser sehen. Ich bin jetzt hier halt links oben und dann so den Umzug kommentieren. Hier seht ihr den ersten Teil der Umzugsliste. Und wir haben insgesamt 54 Teilnehmer am Umzug. Es hat auch einige Anzahl aus Deutschland, also nicht nur aus der Schweiz, rund 10 Gruppenwagen und Gruppen habe ich hier gezählt. Das Rote, das sind Gruppen von der Clique Schöflibach und Blau sind Wagen, Grün sind Gucken und Weiss sind Gruppen. Dann haben wir hier noch die Umzugsliste Teil 2. Ich werde das zwischendurch dann auch mal noch zeigen und dann aber natürlich auch ansagen, wenn ihr die entsprechende Gruppe kommt. Und hier sehen wir auch noch die Umzugsroute. Die Umzugsroute fährt beim Storypub oben an. Das ist dort, wo der gelbe und der rote Strich zusammenkommen. Und führt dann das Dorf ab auf dieser roten Linie bis zum Embry. Die ganze Umzugsroute ist etwa 1,5 km lang und hat diverse Steigungen drin. Wenn man einen Umzug von dieser Größe rechnet, wir mit etwa 1500 Teilnehmern und um die 10.000 Zuschauer. Und wenn man hier so ein bisschen schaut, in diesem Abschnitt, glaube ich, dass das recht gut ankommt, weil ich habe von überall gehört, es hätte sehr viele Leute am Strassenrand. Und da hat es doch auch schon recht viel. Es werden nachher im Laufe des Umzogen von der Aufzeichnung werden es dann noch etwas mehr. Der Anfang, wie jedes Jahr an unserem Umzug, macht der Schirmherrenwagen. Mit unserem aktuellen Schirmherr, Marco Zollinger. Unser Motto dieses Jahr ist Dschungelfieber. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir mottogerechte Verkleidungen sehen können. Das ist nicht Pflicht, aber es ist natürlich schön, wenn sich die Leute nach einem Motto verkleiden. Und ganz sicher muss der Schirmherr auch nach einem Motto verkleidet sein. Ganz vorderst am Umzug, also vor dem Schirmherrenwagen, läuft immer unser Fähnrich, der Fahnen schwingt. Dieses Jahr hat man schnell einen Ersatz müssen suchen, aber er macht das auch gut. Dann auf dem Traktor, der Fahrer, der mit dem Traktor den Umzugswagen zieht, das ist auch ein früheriger Schirmherr, hat dann noch ganz seinen Nachwuchs mitgebracht und auf dem Schirmherr oben eben selber am Mikrofon der Marco Zollinger, unser Schirmherr und weitere Gäste des Umzugs von anderen Zünften und manchmal auch Leute, die nicht so mögen laufen, können gerne natürlich bei uns auf dem Wagen mitfahren. Dann geht gefolgt von Nummer 2, das sind die Hotcheck-Narrenzunft Grötzingen 1968 e.V. von Karlsruhe. Die haben sich da ein bisschen vorgemogelt, weil eigentlich wäre das nächste Treichlergruppe Batzberg. Aber eben, die haben vielleicht nicht mehr warten, weil sie von so weit herkommen, dass sie gerade die Ersten sind, die nachher wieder heim können. Oder ich weiß auch nicht, warum dass die da
nicht in die richtige Reihenfolge kommen. Ja, die zwei Damen haben jetzt gerade gemerkt, dass da die Kamera hängt. Das sind halt ein bisschen zu klein. Wir haben es wenigstens so schnell gesehen. Ja, und die Kinder, die merken natürlich auch immer, wenn irgendwo so eine Kamera hängt. Die Erwachsenen merken es nicht immer so, habe ich festgestellt. Aber die Kinder, wenn die sehen das einfach und dann wird natürlich geschaut, Grimassen geschnitten und eventuell ist auch schon versucht worden, eine Kamera irgendwie abzurupfen. Das haben sie zum Glück nicht geschafft. Wieder das nächste Jahr noch, irgendwie noch höher rauf müssen, irgendwo anhängen, wahrscheinlich zu oberst am Kandela, aber damit es wirklich niemand kann wegnehmen. Dann hören wir bereits die Glocken von der Treichlergruppe Batzberg von Fischertal. Das sind eigentlich die, die immer unser Umzug standesgemäss eröffnen, die sind jedes Jahr dabei. Und so weiss dann auch jedermann, dass es dann wirklich jetzt losgeht mit dem Umzug. Dann tun wir doch einfach mal den Treichler lauschen. Der ganze Umzug so von dem Standpunkt, wo wir jetzt hier sind, also der Film dauert ungefähr eine Stunde und 40 Minuten. Das ist doch etwa schon die Zeit, die es braucht, halt, bis da über 50 Gruppen, Wege und Guckenmusiken durchgelaufen sind. Da machen sie uns noch gerade eine nähere Runde. Also zwischendurch auch mal machen, falls ja, wenn halt der Umzug hinten dran nicht so schnell hinten hochkommt, dass dann nicht die ganzen Leiger auf weiter Flur vorauslaufen. Die nächste Nummer, das 3, das ist Guckenmusik, die hier im Anmarsch ist. Das sind Notenschalper, Walliselle und Opfi, Zunft von Walliselle. Die haben das Motto, eine goldige Fasnacht. Thank you.
Ja, manchmal hat man dann auch das Glück, dass genau da, wo die Kamera ist, auch anfangen zu spielen. Nächste Nummer 4, das ist Stiftung Solvita von Urdorf. Die haben das Motto Hippies. Es hat auch teilweise Hippies, dann haben es aber natürlich auch Leute, die mehr jetzt auch nach unserem Motto Dschungelfieber gekleidet sind. Aber es ist ja auch immer schön, dass die Leute von der Stiftung Solvita auch bei uns im Mitlaufen. Dann haben wir das nächste Nummer, 5. Wagen XY Maisfeldfest von Mettmerstetten mit dem Thema oder besser mit dem Motto Energieknappheit. Man sieht hier, das vorderste auf dem Velo muss jemand recht trampen, damit der Traktor auch noch für sich kommt. Oder? Der läuft nämlich nur so lange, wie dort jemand trampen. Das sehen wir jetzt gerade. Oh, jetzt hat er aufgehört, Trump. Jetzt hat der Traktor auch angehalten. Und da schneit es schon mal das erste Mal. Erzählt jetzt da, wie man da Energieprobleme kann begegnen kann. Zweiter Baden, dort für junge Mann unter der Dusche. Das ist wirklich eine glatte Sache. Zweiter Baden, das spart einen Haufen Energie. Wir haben einen Haufen komplette Tank, hat noch Schüssel Holzwelle. Dann kannst du den ganzen Winter heizen. Das ist wirklich eine gute Sache. Danke, Trafik, gell? Hat auch noch Nerven. Das sind noch Demonstranten. Dann nächste Nummer 6, das ist Narrenzunft Klösterli von Urdorf. Das ist eine Brauchtumsgruppe mit Hexen und weiterhin dann kommen noch die Ratzen, Urdorfer Ratzen heisst es, glaube ich. Also nicht Ratten. Das sieht, glaube ich, irgendwie schon wie Ratten aus. Und da hat es auch noch andere Kostüme, wo ich jetzt auch nicht genau den Hintergrund weiss oder wie sie effektiv heissen. Gerade nachfolgend kommen die Tudelgei-Batcher von Hechingen, Deutschland, mit den Lumpenkapellen. Und da werden wir eigentlich auf der Liste noch als Nummer 8, die Ehrenwaldtister,
Bechtolzweiler, auch von Hechingen. Aber die habe ich nicht gesehen bis jetzt. Und ich glaube, die sind auch nicht gekommen. Vielleicht kommen sie später im Umzug noch. Es hat da sowieso, habe ich die Aufzeichnungen schon mal angeschaut, habe ich gesehen, dass da ein paar Nümmerchen durcheinander gefallen sind. Also nicht alle schön der Reihe nach sich aufgestellt haben. Ich weiss nicht, ob die hier, die Eisbären, ob das die Ehrenwaldtister sollen sein. Weil die haben keine Nummer. Ah nein, das sind nicht die, das ist Nummer 10. Das ist Narregilde Lörrach, weil am Rhein, das ist auch Brauchtum. Also in dem Fall haben da wirklich da die Ehrenwaldtister bis jetzt gefehlt und auch das Neune. Neune kommt noch. Mit Festbankgebrecher. Die kommen noch. Aber es hat jetzt hier ein paar Nümmerli durcheinander. Macht aber auch nicht so viel. Hauptsache sie laufen mit. Die nächste Gruppe oder Wagen, der hier kommt, hat eben das Motto mit den Klimakleber, die sich am Boden kleben. Und sie zeigen gerade eine Lösung, wie dass man die kann entfernen kann und was man mit denen dann machen kann. Nummer 11, das ist die Höllengilde von Unterlunkhofen und das Motto ist eben Renovate Pickers, also eben die Demonstranten aufpicken und auf die Seite tun. Aus Ergebnis kommt aber Konfetti raus. Meine nächste Gruppe, das ist Urgruppe Urdorf. Ist eine Sektion von der Clique Schöflibach. Ist auch Brauchtumsgruppe mit den Kuhen- oder Stierenmasken. Dann als nächstes kommt gerade Guckenmusik, Gieresümpfer von Wieden und die haben das Motto Safari. Spielen eins. Der Luca, der Mann mit der Tuba, hat da etwas gemerkt. Alle anderen haben es nicht gemerkt. Man muss auch wissen, die Kamera, die ich da aufgehängt habe, das ist eine kleine GoPro. Die ist nicht sehr gross, ist nicht viel breiter als der Pfosten, den ich es gemacht habe. Die hat
die einen Leute sehen es halt und die anderen nicht. Dann kommen hier so diverse Gestalten zu laufen. Hier in der Mitte sieht aus wie der Darth Vader von Star Wars. Und das ist jetzt das 9. Das sind jetzt eben die, die vorher schon erzählen konnten. Festbankbrecher von Künten haben das Motto Jägermeister. Man sieht auch, die einen haben hier so einen Jägermeister-Pulli an. Der Beste, er kommt von weit hin und hat gemerkt, dass er da die Kamera hat. Die anderen, die vorher gestanden sind, haben es zuerst nicht gemerkt. Ja, einfach das Poster in Ruhe lassen. Wäre aber noch gut. Jetzt ist sie noch gerade. Jetzt ist sie krumm, die Kamera. Aber dann komme ich dann irgendwann ins Bild und dann richte ich sie wieder richten. Also das Problem ist aber, das war eigentlich schon festgemacht, die Kamera. Aber der Pfosten, das ist eine Mittelinsel da und da hat so einen Pfosten, der ist irgendwie nur reingesteckt. Also nicht so richtig festgemacht. Vielleicht ist auch mal jemand mit dem Auto reingefahren und dann gewackelt einfach. Und wenn halt jemand an dem Pfosten umeinander rüttelt, dann magst du halt auch mal die Kamera mal verdrehen. Nach dem Jägermeister Nummer 16, Weilerhexen Dommelsberg von Empfingen, Deutschland, ist auch eine Brauchtumsgruppe. Die habe ich auch etwa schon mal in Urdorf gesehen. Schnell einen Blick auf die Umzugsliste. Und wenn das da Nummer 13 ist schon mal durchgelaufen, die Gieresümpfer von Weiden, etwa in der Mitte von der Liste. Und jetzt hat es da doch auch noch andere gehabt, die eigentlich schon früher auf der Liste waren, die auch noch durchgekommen sind. Also es ist nicht immer alles schön der Reihe noch, aber funktioniert dann doch irgendwie. Dann das nächste, Bänkli klicken, von Oberohrdorf, Motto, was für ein Zirkus. Das sind eigentlich auch Stammgäste am Urdorfer Umzug und haben auch schon seit Jahren eben dort das Bänkli, das grosse, mit auf Räder, wo sie ganz bequem können Musik machen. Ist so auch noch einer der höchsten Wege, der jeweils am Umzug teilnimmt. Hinten dran, Nummer 18, ist die erste Narrenzunft Auenwald aus Auenwald, Deutschland. Brauchtumsgruppe. Kenne ich den Hintergrund nicht genau. Sie, einfach, sie haben alle genau das Gleiche an. Es sind gar auch die gleiche Maske, die alle anhaben. Stehen sie hier eben relativ lang, weil es vorne anscheinend nicht weitergegangen ist.
Dann kommt der nächste Wagen, Nummer 19. Das ist die Spittelturmklicke von Bremgarten. Und die haben das Thema Zirkusmanege frei. Was immer wichtig ist um einen Umzug, wenn es keine Abschrankungen hat, so jetzt bei uns hier, dass immer links und rechts vom Wagen idealerweise zwei, drei Leute mitlaufen und schauen, dass da niemand zu nahe an die grossen Räder ankommt, so wie der es dort hinten gerade gemacht hat. Gerade bei Kindern ist halt immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn dann nachher noch Zeltli und Gutzli abgerührt werden und die dann halt zum Teil fast unter die Wege reinfliegen. Dann gibt es dann manchmal bei den Kindern kein Bremsen und dann muss man da eingreifen und die aus den Gefahrenzonen rausnehmen. Andererseits eben kann man darüber sinnieren, was besser ist. Ich habe auch schon an Umzügen teilgenommen, ist die ganze Umzugsroute mit Gatter abgesperrt gewesen. Dann ist es dann halt nicht mehr so, wie soll ich sagen, nicht so interaktiv wie hier bei uns, wo man dann halt wirklich zu den Wegen ran kann, sondern das schaut man halt hinter dem Gatter zu. Hat aber dann halt einfach den Vorteil, dass man dann weniger muss aufpassen muss, wenn die Wege vorbeikommen. Nummer 20, das ist eine Gruppe aus Zürich, Schwelliböcke nennen sich die, und die haben das Motto Dunkle Feen. Das Fenster aufmachen, geschwind, weil dann da meine Streamstation mit einem Hochleistungs-PC und drei Monitoren am Laufen ist, wird es mal ein bisschen warm. Nächste Guckenmusik, Nummer 21, das sind Zumpfberghühler von Oberohrdorf. Kein Motto angeschrieben auf der Umzugsliste. Ich gehe aber davon aus, dass sie das Motto Zirkus haben, so wie es ausgesehen hat. Das wäre das 21 im unteren Drittel von dieser Liste. Man muss dort einfach gucken, Musik. Ja, aber das ist nicht das Motto. Die nächsten, das sind Wolletschwiler Lumpenhexen von Laupen. Die haben das Motto, eigentlich auch schon seit vielen Jahren, Hexen mit Rätschen. Die machen immer ein Action. Jagen da mit den Rätschen den Leuten nach. Oder eben den Kindern auch. Das ist immer ein Gaudi.
doch, der Lumpenhexen ist auch Action. Da kommt auch wieder so etwas wie ein Zirkus. Aber die Nummer habe ich noch nicht gelesen. Ja, aber das ist genau, es wäre eigentlich das 23 dran gewesen, die haben aber das 15 auf dem Wagen, also die sind auch irgendwie später abgefahren. Das ist Polterzunft Starrenzwil, von Starrenzwil, und die haben das Motto, wie könnte es auch anders sein, was für ein Zirkus. Es gab doch schon einige, die Zirkus machen. Wagen sieht aus, wenn es gerade jedes eigene Vereinslokal dabei hat. Nächste Show in 2 Minuten. Berggorillas. Delfin. Seepferdli. Jetzt als nächstes im Eintrudeln mit der richtigen Nummer 23. Das ist Fakoba von Bassesdorf. Die haben das Motto, ist ein bisschen lang: Energie ist knapp, bei uns geht es trotzdem ab. Also fetzige Musik, oder, zum Mitmachen. Die nächste Gruppe, die 24, das sind Etzel, Hex und Teufel von Pfäffiken, Schweiz. Motto: Hex und Teufel. Die Teufel sind schon durch. Ah, da ist noch mal einer. Ich
sehen ein bisschen aus wie der Professor aus Back to the Future. Im nächsten Wagen, Nummer 25, sind die Reusskatzen von Niederwil, Motto Ab auf die Alp. Dann der nächste Wagen, der kommt, sie sind auch von Niederwil, haben auch das Motto Ab auf die Alp und das sind Nebelreiter. Das ist einfach so, auf der Liste steht vorher bei den Reusskatzen, es sei eine Gruppe und jetzt bei den Nebelreitern steht, es sei ein Wagen, aber eigentlich vorher war es ja auch ein Wagen gewesen. Da recht etwas Kreatives einfallen. Ihr zeigt hier ein bisschen Bergsteigen. Sprints haben sie auch gerade mitgebracht. Ja, schaust du, gell? Und eine Insel. Vielleicht ein Herzinfarkt und Schocken oder Liebe machen. Bei dem alten Mann, der verpasst, das Service zu machen. Dann als nächstes sieht zwar die Nummer nicht, aber das müsste eigentlich Chadri Bum Guckenmusik von Utzwil sein. Doch jetzt sieht man sie, 27. Das Motto haben sie Harry Potter. Die nächste Nummer ist 28. Wir werden schon etwa Halbzeit. Das zweite unterste auf der Liste, das sind unsere Ex-Schirmherren von der Clique Schöflibach. Die haben auch einen Wagen. Und wie immer fliegen hier tonnenweise
Zeltli und Gutzli vom Wagen runter. So haben doch die Leute auch etwas davon, wo sich da an der Kälte da müssen stehen und uns zuschauen. Oder eben im Umzug zuschauen. Es sind natürlich lange nicht alle Ex-Schirmherren auf dem Wagen oben. Wir haben sehr viele Ex-Schirmherren. Aber es können auch nicht alle auf dem Wagen oben sein, weil sonst sieht man den Wagen nicht mehr. Ah, das ist schon so, das ist ein recht langer Name, der hatte fast nicht Platz gehabt im Umzugsprogramm. Da wird er noch genau zielen beim Rühren. Jetzt Nummer 29, das ist eine Gruppe, das sind die Narrenvereinigung Zollerhexen Hechingen von Deutschland, auch eine Brauchtumsgruppe. Und der, der hier die Fahne, die Tafel getragen hat, da bin ich der Meinung, der hatte eben so ein Kostüm wie ein Ehrenwalddister, wo jetzt bislang noch nicht aufgetaucht sind da. Da die aber auch von Hechingen sind, deren Walddister, kann es natürlich schon sein, dass das einer von denen ist. Beim nächsten Wagen hin, da scheint ein die Post abzugehen. So, jetzt sieht man mich hier einmal. Ich komme vorbei, ich kann die Kamera richten. Bis zum nächsten Mal, wo sie dann wieder schräg wird sein. Ja, Nummer 30, der nächste Wagen, das sind die Andalusier von Mellingen, also Mellingen, die haben das Motto Waldgeister. Ein riesen Traktor, ein riesiger Wagen. Ja, das passt auch zu unserem Motto, Dschungelfieber. Die Dekoration.
Die nächste Nummer, 31, ist ein Wagen von der Hechlerzunft von Hecklingen. Und die haben das Motto It's Magic. Also mal schauen, was uns da für magische Sachen erwarten. Ja, der Wagen ist auch schon speziell angemalt mit illusorischer Aufmalung. Man hat das Gefühl, dass sich alles irgendwie schräg. Dabei sind das ganz gerade parallele Linien. Flasche Willisauer. Teilt sie den auch. Dessert verteilen sie. Ja, da habe ich auch mal eins bekommen. Dann ja, da weiss ich jetzt nicht, ob die die Blauen haben vermutlich schon zu den Hechlerzunft gehört. Da hätten wir jetzt Nummer 33. Das ist Guckenmusik, Treppischfeger von Dietiken. Und die haben das Motto Chinsalabim. Dazwischen wäre eigentlich noch Narrenzunft Tettingen von Rottenburg. Die wäre es 32 gewesen. Da ich aber das Nummer 32 nicht gesehen habe, weiss ich nicht, ob die schon durch sind oder ob jetzt die noch kommen. Wir werden es sehen. Dann kommt, wie immer bei unserem Umzug, zwischen ihnen eben etwa ungefähr der Hälfte, noch einmal der Schirmherrenwagen. Damit er auch wirklich allen Umzugsteilnehmern seine frohe Botschaft kann verkünden kann. Und wir natürlich auch noch all unsere Süßigkeiten können verteilen können, was immer reichlich hat. Gerade hinten dran kommt die Heuröpfelzunft von Sarmensdorf. Man könnte fast sagen, ja, auch ein Schirmherrenwagen. Bei ihnen heisst zwar nicht Schirmherr, sondern Zunftmeister. Und der Zunftmeister ist eben der Kaufmann der Gross. Das ist dort der grossstämmige Mann in der Mitte. Und auch die dann hier natürlich Geschenke verteilen. Und einfach lustig haben, ein bisschen Musik laufen lassen. Zu der Heuröpfelzunft haben wir von der Clique Schöflibach eine besondere Beziehung. Also wir haben immer eigentlich, die kommen immer bei uns vorbei an der Fasnacht. Aber wir gehen auch bei ihnen immer vorbei.
wenn sie einen Anlass haben. Also essen du dafür eine Funktion? Gut, ich weiß auch nicht, was ich da mache. Da haben wir wieder mal einen Stau. Eben, also wenn man so denkt, oder die Umzugsroute ist ja wirklich nur rund 1,5 Kilometer lang. Aber es gibt halt gleich ab und zu zwischendurch, dass es ein bisschen Stau gibt. Und ich finde auch einfach, das ist wirklich eine gute Länge für eine Umzugsroute. Ich war schon an anderen Umzügen dabei, wo es dann noch ein bisschen weiter gegangen ist als bei uns. Aber dafür vielleicht auch flüssiger. Das kann natürlich sein, wenn man eine 5-gerade Strasse hat, irgendwo durch eine Stadt durch. Dann kann das gut gehen, aber wenn man da in einem Dorf ist, dann ist es sicher ein Vorteil, wenn die Route nicht zu lang ist. Da wären wir jetzt in der zweiten Hälfte von der Umzugsliste angekommen, vorausgesetzt, dass nicht noch irgendjemand auch noch später kommt, der schon früher hat zählen kann. Dann geht das wieder weiter jetzt. Nächste Nummer, Wagen Nummer 35, Guckihexe von Dietike. Auch Brauchtumsgruppe. Sind auch Stammgäste am Urdorfer Umzug. Da immer ein Action mit der fliegenden Hex da am Krane. Ja, du guckst ja, gell? Ja, das fast spät gemerkt. Und voilà, sie ist wieder mal rum. Und ich habe da eine Hex mit voller Wucht in die Tafel reinbretscht. Oder dann passiert das halt. Aber ich bin ja da in der Nähe. Ich habe es dann schon gesehen, dass die Kamera wieder schräg ist. Und ich gehe dann die wieder richten. Es ist aber noch schräger als voran. Ich glaube, es ist das letzte Mal, wo sie verpengelt worden ist. Dann nächste Wagen Nummer 36 sind Kammergesellschaft Wohle von Wohle. Und die haben das Motto Goldige Zeiten. Thank you.
das ist immer gut, wenn man so Animateure dabei hat, die da ein bisschen die Leute motivieren zum Mitmachen. Da muss man auch nicht so frieren, sondern es gibt sogar noch ein bisschen warm. Die nächste Guckenmusik, Nummer 37, das sind drei Algen von Diessenhofen. Nächster Wagen, Nummer 38, das ist Mösli-Klicken von Fischbach-Gösliken. Und die haben dort noch ein 50 getroffen. Das ist nicht etwa Nummer, sondern das ist wegen dem Jubiläum. Die haben 50 Jahre Necken ab. Das ist das Motto. Also eigentlich könnte man dem Wagen auch Zirkus-Zirkus sagen. Die haben sogar noch einen Elefant. Beim Knie dürfen sie nicht mehr durch die Bahnhofstrasse laufen, aber bei uns in Zuhrdorf ist das noch erlaubt. Was sehr originell gemacht. Der Rüssel tut da gerade immer ein bisschen Konfetti spritzen. Ja, dann muss jemand die Stange anschlagen, es hat gerade ein bisschen gewackelt. Mit dem einen Samen noch merke ich es nicht. Der nächste Wagen hinten dran, der anrollt, Nummer 39, das sind die Rufiwaldhexen von Boutiquen im Kanton Schweiz. Und die haben das Motto Hexen treiben. Bis jetzt sehe ich zwar noch keine Hexe.
Ja, sie mag irgendwo noch mit Becherchen einfüllen. Aber es ist ein ganz praktisches System, das sie hier haben. Konfettibad für die Kleinen und ZDB. Ja, da haben wir nicht so Freude gehabt. Aber jetzt kommt dann noch ein Gutzi über. Nächster Wagen, Gruppe Nummer 40, das ist die alte Truppe von Stariken. Motto: klebt fix, bringt nichts. Potzerei. Hebt sich echt der Kunstgalerie oder hebt sie, dass sie nicht umgeht? Dann nächste Nummer, 41, das ist Olympia Bohlen. Logisch natürlich von Bohlen. Und die haben das Motto Disco Express. Gerade hinten dran, Nummer 42, das ist Narrenzunft
Otterschwierer von Leimewengst Ottersweiler in Deutschland ist Brauchtum. Also ein langer Name. Otterschwierer Leimewengst Ottersweiler. Der Nummer 43 ist Guckenmusik von Urdorf, die Stierenschränzer. Die haben damals das Motto Viva la Muerte. Haben die da schon bei Jung und Alt einige Fans. So, wir sind in der zweiten Liste in der unteren Hälfte angekommen. Als nächstes Nummer 44. Wagen. Kuhstallfeger von Wiede. Motto haben sie im Wilden Westen. Ja, und am Anfang habe ich auch nicht zu viel versprochen wegen dem Konfetti, dass dann da nach dem Umzug die Strasse nicht mehr zu sehen ist oder fast nicht mehr zu sehen ist. Aber man kann sich vorstellen, auf die ganze Umzugsroute überall so eine Konfetti-Schlacht, das gibt noch einiges zum Zusammenputzen.
Ja, da hat ganz grosse Kaliber dabei. So Konfetti in die obersten Stockwerke. Da tut man gerne in so offene Fenster rein schiessen. Eben da die Zahngäste, oder besser gesagt eben Balkongäste, die da nicht so Lust haben, auf die Strasse abzustehen. Da kann man auch dafür sorgen, dass die auch noch etwas davon haben. Denn der Wagen da, der gehört auch noch zu den Kuhstallfeger. Das ist immer noch Wilde Westen. Und hinten dran kommen teuflische Gestalten auf uns zu. Das sind Holgaspass aus Sarganz. Das Motto ist einfach Teufelspack. Auch die, kann man schon sagen, sind auch schon seit einigen Jahren Stammgäste am Urdorfer Umzug. Mit ihren sehr aufwendig produzierten Masken. Das ist hier links, so ist einer, der geht dann durch die Leute durch, von hinten, wo man es gar nicht erwartet. Die machen das immer sehr gut. Ja, Konfetti und nachher einen Schlaf mit der Peitsche. Also kein Peitschen, aber einfach ja. Man weiß sich zu wehren. Dann nächster Wagen, 46, das sind die Schrankenwankler Händschicken von Händschicken im Aargau. Die haben das Motto Energie 23. Ist ja nicht verwunderlich, dass einige Gruppen oder ja, Gruppen und Wege an dem Fasnachtsumzug das Motto Energie haben. Nachdem wir uns ja noch vor dem Winter prophezeit hat, es könnte dann Blackouts geben. Und dann später hat man dann doch eine Warnung gegeben und gesagt, das wird doch nicht so schlimm. Da ist noch der Tesla-Laden. Dann der nächste Wagen, 47, ist ein Hexenwagen und die Gruppe, das sind eine Sektion auch von der Clique Schöflibach, das sind Malefizbach-Hexen von Urdorf. Das ist auch eine Brauchtumsgruppe mit, eben mit Hexen. Passend noch ein bisschen zum unserem Motto Dschungelfieber, haben sie dort noch einen Schlitten mit so einem Äffli drauf, wo sie hinten nachziehen. Ja.
ja, die Kinder sind auch manchmal ein bisschen scheuch. Die einen sind scheuch, die anderen sind frech. Aber wenn man so ineinander geht und so ein Steffeli anhebt, dann kommen jetzt die meisten schon. Dann Nummer 48, wieder jemand aus Deutschland gucken. Das ist die Musikverein Kappel im Schwarzwald. Ja, kommt von Kappel. Nächster Wagen mit dem grossen Schild. Ja, man sieht es schon von weitem. Das sind die lustigen Dietiker von Dietiken. Das Motto ist ganz einfach: Lachen ist gesund. Auch die lustigen Dietiker, das sind ebenfalls schon seit vielen Jahren Stammgäste am Urdorfer Fasnachtsumzug. Auch die lustigen Dietiker, anscheinend kein Nachwuchsproblem. Die nächste Gruppe sehe ich zwar. Moment, was zeigt auf der Tafel? Nein, sehe ich die Nummer nicht, müsste vielleicht 50 sein. Narrenverein Hohenberger Tuttlingen von Tuttlingen in Deutschland. Im deutschen Lande. Ist auch Brauchtum.
Das steht angeschrieben auf der Tafel, aber die Nummern selber haben es nicht. Dann ist da noch Guckenmusik, aber die stoppen wir nicht auf der Liste. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu dem Narrenverein gehören. Könnte sein. Mal schauen, ob da noch auf der Liste aus dem Internet noch etwas steht. Noch einfach Brauchtumsgruppe steht. Da muss aber anscheinend eine sehr grosse Brauchtumsgruppe sein, weil da kommen immer noch andere. Ja, dann wird das schon so sein, dass die alle zusammengehören. Freude haben sie. Hopp, hopp, hopp. Der nächste Wagen sind auch wieder von Urdorf. Das sind die Schrauber. Schrauber von Urdorf haben das Motto Cowboy. Früher habe ich immer gemeint, es heisse die Schrupper von Urdorf, aber nein, nein, Spass beiseite, also es heisst Schrauber, mit zwei U. Dann weiter hinten im Anmarsch Nummer 52, eine ganz spezielle Guckenmusik mit wunderschönen Kostümen. Das sind Egli-Schutzler von Weggis. Weggis, Motto haben sie Indianer. Und auch bestimmt, dass sie so eine super Verkleidung haben und auch perfekte Choreografie. Haben sie auch noch ebenso perfekte Musik.
Man kann sich ja vorstellen, auch, dass mit so Masken wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gewicht haben, den ganzen Umzug zu machen und dazu noch Musik spielen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Also in weiter Ferne läuft sich aber Zeit. Da ist rausgeht ein Feuerwehrauto. Das ist auch wieder eine Gruppe von der Clique Schöflibach. Das sind die Wagenbauer mit ihrem Wagen. Und natürlich eben auch Motto Dschungelfieber. Wobei sie haben das Motto Dschungelfieber ein bisschen anders ausgelegt, als es vorgesehen ist. Die meisten würden natürlich einfach einen Dschungel machen mit Tierli und so, und sie haben halt anstelle von Urwald und Tierli haben sie einen Verkehrsdschungel. Das Fahrzeug, das sie haben, übrigens ist ein uralter Saurerlastwagen, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch im Schuss ist und immer noch läuft. Und jetzt ist es halt so, dass die einen Leute hier schon langsam heimgegangen sind wieder, weil sie denken, das ist der letzte Wagen, weil auf der Umzugsliste war 53 der letzte Wagen gewesen. Und wenn dann halt noch die Fasnachtszeitung von der Knabengesellschaft Durdorf gekauft hat, hat gesehen, dass es noch 54 hat. Und das sind eben die Knaben selber, die dahinter dann mitlaufen. Und die haben das Motto Mikrobudget. Dann werden wir dann sehen, auf dem Anhänger, was die getroffen hat. Jetzt eben der Wagen von der Knabengesellschaft Durdorf. Mit dem Motto Mikrobudget. Alles günstig, alles gut. Ich
Abendtrinken hier auf dem Anhänger und eben Mikrobudgetverpackung. Ja, und damit ist eigentlich der Umzug jetzt der offizielle Teil beendet. Also die Leute machen jetzt selber noch mit am Umzug, die einen Himmel. Und dann da kommt schon der Aufräumwagen hinten nach, wo dann da geht, die, verschiedenen Orte noch die Festbankgarnitur oder sonst was alles haben, zusammensammeln. Und dann kommen dann schon gleich mal Putzleute, die dann das ganze Konfetti wieder zusammenwischen, damit man dann wirklich gleich die Strasse wieder kann den Verkehr übergeben kann. Jetzt gibt es ja Leute, oder, die meinen, eben Thurdorfer Fasnacht oder Arbeit Fasnacht, das sei einfach der Umzug am Samstag. Und damit hat es sich. Das ist weit gefehlt. Das ist nur ein Teil von der Thurdorfer Fasnacht. Und damit ihr da mal noch. Mal schauen, ob ich euch das zeigen kann. Ich muss schnell noch die Umzugsliste noch mal. Dann noch einmal anschauen und ich muss schnell schauen, was das Video ist. Also wir haben natürlich dann in der Zentrumshalle haben wir den grossen Rambazamba und Fest, dass auch Haufen Guckenmusiker auftreten und wir haben natürlich auch eine Liveband. Und um das einfach schnell noch ein bisschen zu zeigen, was dann hier am Samstagabend oder am Freitagabend so läuft. Dass dann hier auch jemand noch Leute hat. Und natürlich auch noch schön wäre, wenn der ein oder andere, der Mundzug teilgenommen hat, dann noch schnell reinschauen würde. Es hat einfach immer noch vorig Platz, auch wenn es hier schon relativ viele Leute hat. Oder wenn es nach vielen Leuten aussieht. Da sind jetzt Aufnahmen vom Kostümball vom Samstagabend, wo es ja auch immer Maskenprämierungen gibt. Es lohnt sich also da etwas Lässiges zu machen. Mit dem tue ich abschliessen. Was man noch sagen kann, ja, wenn man mehr Informationen möchte, das falsche Banner gsi, also ist einfach, doch ist das richtige Banner, da habe ich gemeint, das falsche eingeblendet, also wir haben eine Webseite, das ist ganz einfach, fasnachturdorf.ch, dort drauf findet man alles weitere, was man sonst noch so alles macht und hat auch ganz viele Fotos von allen Anlässen, wo wir gsi sind und wo wir hatten selber und auch das Video da, was ich jetzt gerade gemacht habe, das wird auch auf der Webseite verlinkt und auch in unserem eigenen YouTube-Kanal. Das alles findet man auch auf der Webseite, wenn man ein bisschen schaut, hat es diverse Links, YouTube, auch Facebook-Seite haben wir. Und es wäre doch schön, wenn ihr dort mal reinschauen und das auch teilen und weitergeben, dass wir da eine lässige Sache haben in Thurdorf. Damit möchte ich abschließen, bedanke mich, wenn ihr bis jetzt durchgehebt habt zum Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Jahr wieder einschaltet. Besten Dank und auf Wiedersehen.